In der Vergangenheit haben Sie oft als Ziel ausgegeben, Deutschland müsse eine Bildungsrepublik werden. Und dieses Ziel ist vollkommen richtig. Das ist eine der gesellschaftspolitischen Schlüsselaufgaben. Den fatalen Zusammenhang zwischen der Herkunft aus dem Elternhaus und dem beruflichen Weg in Deutschland zu entkoppeln, das ist das Aufstiegsversprechen unseres Landes, dass egal, wo du geboren bist, egal in welchem Stadtteil, unabhängig davon, wer deine Eltern sind und wo sie herkommen, dass du in Deutschland alle Chancen hast. Das gehört zu unserer Gesellschaftsordnung dazu. Deshalb Bildung ganz nach vorne zu setzen, das wäre sinnvoll und richtig im Sinne Ihres Ziels der Bildungsrepublik. Aber wie ist denn die traurige Realität? Der Nationale Bildungsrat, von Ihnen ins Schaufenster gestellt, der ist, bevor er überhaupt die Arbeit aufnehmen konnte, bereits gescheitert, weil Bayern und Baden-Württemberg, CSU und Grüne, sich einer systematischen Zusammenarbeit der 16 Länder verweigern. Ich habe Verständnis dafür, dass Bayern und Baden-Württemberg bei den Bildungsstandards nicht auf das Niveau von Bremen kommen wollen. Für die Befürchtung habe ich Verständnis. Die Wahrheit ist aber, dass Bayern und Baden-Württemberg doch nicht in einem Wettbewerb mit Bremen stehen, sondern die Bundesrepublik Deutschland steht in einem Wettbewerb mit den USA und Asien. Und selbst Bayern hat im Vergleich zu den Spitzenreitern auf der Welt noch viel aufzuholen. Und deshalb brauchen wir mehr Vergleichbarkeit, mehr Mobilität und im Übrigen auch die gesamtstaatlichen Finanzierungsmöglichkeiten in der Bildung.